Willkommen zum Kursus Physikalische Chemie. Mein Name ist Dr. Laut, unser Thema heute reale Gase. Man kann das Verhalten eines Gases idealisieren. Bei hohen Temperaturen und kleinen Dichten gilt die Zustandsgleichung des idealen Gasgesetzes und wir können die Zustandsgrößen des Gasvermögenssystems leicht berechnen. Wenn wir jedoch die Temperatur absenken oder die Dichte erhöhen, messen wir zunehmend Abweichungen von diesem idealen Verhalten. Diese Abweichungen wollen wir nun näher quantifizieren. In der Thermodynamik findet man häufig diese Vorgehensweise. Zunächst wird ein Phänomen idealisiert und wir erhalten relativ einfache mathematische Beziehungen. Abweichungen von diesem Idealverhalten werden dann später durch Korrekturen quantifiziert. Das PVT-Diagramm dient uns ein weiteres Mal als roter Faden. Bei hohen Temperaturen und niedrigen Dichten, also großen Molvolumina, gilt das ideale Gasgesetz. Hier wird die Fläche mathematisch durch die einfache Beziehung P mal V gleich N mal R mal T beschrieben. Die Gleichung lässt sich auch durch das Modell der kinetischen Gastheorie auf atomarer Ebene verstehen. Ein Gas besteht aus kleinen Teilchen mit einer mittleren Geschwindigkeit V quer, einer mittleren freien Weglänge Lambda quer. Zwischen den Teilchen bestehen keine Wechselwirkungen, außer wenn sie miteinander zusammenstoßen. Wenn wir jetzt unseren Blickwinkel auf die gelb gezeichnete Zone erweitern, dann verhält sich unser System zunehmend abweichend von der idealen Gasgleichung. Diese Abweichungen kann man in verschiedener Art quantifizieren. Im Idealfall ist bei konstanter Temperatur das Produkt P mal Vm, also Druck mal Molvolumen, konstant. Hängt nicht vom Druck ab, sondern beträgt immer R mal T. Bei der aryatischen Auftragung von P mal Vm gegen den Druck P erhält man bei idealem Verhalten entsprechend eine horizontale Linie. Waagerechte Linien, die je nach Temperatur weiter oben oder weiter unten liegen. Bei realen Gasen und hohen Drücken ist das Produkt P mal V nicht konstant. Die Linien sind nicht mehr horizontal, sondern sind abhängig von Gasart und Temperatur Linien mit positiver oder negativer Steigung. Man kann diese P mal V gegen P Diagramme, wie jede andere Funktion auch, in eine Potenzreihe entwickeln. P mal V gleich RT plus Faktor mal P Quadrat und so weiter. Diese sogenannte Virialgleichung wurde von Kamerling-Onnes für die Beschreibung von Gasen vorgeschlagen. Die Faktoren B und C heißen zweiter bzw. dritter Virialkoeffizient. Diese Faktoren quantifizieren die Abweichung des Verhaltens eines realen Gases im Vergleich zu einem idealen Gas. Für ein ideales Gas sind die Koeffizienten B und C etc. gleich 0. Vor allem der zweite Virialkoeffizient B ist eine interessante Größe, denn er quantifiziert die Anfangssteigung der Kurven, negativ oder positiv. Für Stickstoff ist der zweite Virialkoeffizient negativ bei tiefen Temperaturen und bei hohen Temperaturen positiv. Es gibt eine Temperatur, bei der B genau wie beim idealen Gas gleich 0 ist. Das ist die Boyle-Temperatur. Hier gilt das Boyle-Mayotte Gesetz. Bei Wasserstoff ist der zweite Virialkoeffizient sowohl bei tiefen Temperaturen als auch bei hohen Temperaturen positiv. Man kann einen Realgasfaktor Z gleich P mal V durch R mal T definieren. Für ein ideales Gas ist Z immer gleich 1. Für ein reales Gas kann Z größer oder kleiner als 1 sein, je nach Gas und Temperatur. Die Virialgleichung von Kamerling-Onnes ist eine mathematische Beschreibung eines realen Gases. Andere Gleichungen zur Beschreibung des Verhaltens idealer Gase gehen zunächst von einer Modellvorstellung dieser Gase aus. Einer dieser Ansätze stammt von van der Waals. Van der Waals ging vom Verhalten eines idealen Gases aus.
P-Ideal mal V-Ideal ist nRT und ergänzte zwei Korrekturfaktoren in diese Gleichung. Ein ideales Gas besteht aus Massenpunkten, welche ein sehr kleines Volumen und keine Wechselwirkungen miteinander besitzen. Ein reales Gas weicht in diesen beiden Punkten vom idealen Gas ab. Die Teilchen haben ein Volumen, welches nicht mehr vernachlässigt werden kann, und auch die Wechselwirkungen zwischen den Teilchen können nicht mehr gleich Null gesetzt werden. Nach van der Waals resultieren diese beiden Phänomene in einer Abweichung der gemessenen Druck- und Volumenwerte von den Idealwerten. Der gemessene Druck ist kleiner als der ideale Druck, denn die anziehenden Wechselwirkungen bremsen die Gasteilchen, sodass die Impulsübertragung an die Wände reduziert wird. Den gemessenen Druck muss sich durch den Faktor A durch Vm² vergrößern, damit ich zum idealen Druck gelange. Umgekehrt ist es beim Volumen. Das real gemessene Volumen ist größer als das ideale Volumen, denn es beinhaltet das Eigenvolumen der Teilchen plus das Volumen, welches den Teilchen für Bewegungen zur Verfügung steht. Wir müssen vom Gesamtvolumen das sogenannte Kovolumen abziehen, hier grün gezeichnet, um das ideale Volumen zu erhalten. Van der Waals hat also die ideale Gasgleichung nicht verworfen, sondern sinnvoll an den richtigen Stellen modifiziert. Der reale Druck P wird auf den idealen Druck korrigiert, die blaue Korrektur. Das reale Volumen V wird auf das ideale Volumen korrigiert, das ist die grüne Korrektur. Wir erhalten zwei Korrekturfaktoren A und B, die für jedes Gas charakteristisch sind und sich in Tabellenwerken finden. Man kann die van der Waalsche Gasgleichung nach dem Druck P auflösen und erhält folgende Gleichung für eine Isotherme. Wir wollen ein reales Gas isotherm komprimieren. Das bedeutet, wir verringern das Volumen des Gases immer mehr und beobachten, wie sich der Druck ändert. Wir wollen dieses isotherme Experiment bei hohen und bei tiefen Temperaturen durchführen. Hoch und niedrig beziehen sich auf die sogenannte kritische Temperatur. Die rote Linie zeigt eine Isotherme oberhalb der kritischen Temperatur. Die blaue Linie zeigt eine Isotherme unterhalb der kritischen Temperatur. Wir beginnen mit einem Gas weit oberhalb seiner kritischen Temperatur im Zustand 1a. Bei dieser Temperatur verhält sich das Gas weitgehend ideal. Beim Komprimieren wird das Volumen kleiner und der Druck und die Dichte werden in gleichem Maße größer. Die Zustandsänderungen verlaufen kontinuierlich, ohne Phasenänderung oder Unstetigkeit verändern sich Druck und Dichte. Wenn wir das Experiment unterhalb der kritischen Temperatur wiederholen, verhält sich das System deutlich anders. Wir starten beim Zustand 2a. Komprimieren, erreichen im Zustand 2b eine Binodale, betreten also ein Zweiphasengebiet. Ab diesem Punkt führt eine weitere Kompression nicht mehr zu einer Druckerhöhung, es ändert sich nur das Verhältnis Flüssigphase zu Gasphase. Vom Zustand 2b zum Zustand 2d bleibt der Druck konstant, das Volumen vermindert sich. Die Dichten von Flüssigphase und Gasphase bleiben ebenfalls konstant. Lediglich die mittlere Dichte nimmt zu. Erst wenn das gesamte System flüssig ist, nimmt der Druck bei weiterer Kompression zu. Wir diskutierten eine typische Isotherme oberhalb und eine typische Isotherme unterhalb des kritischen Punktes. Wir können die Form der Isothermen etwas quantitativer beschreiben. Bei sehr hohen Temperaturen, T1, hat die Isotherme fast die Form einer Hyperbel. Das heißt, das Gas verhält sich nach dem idealen Gasgesetz. Wenn wir die Temperatur absenken und uns dem kritischen Punkt nähern, werden die Isothermen mehr und mehr verbeult, weichen also mehr und mehr von der Hyperbelform ab. Die Kurven können nun sehr gut mit der van der Waalschen Gleichung beschrieben werden. Das gilt auch noch am kritischen Punkt, an welchem die Isotherme dann einen Sattelpunkt besitzt. Unterhalb des kritischen Punktes
besitzt die Isotherme zwei Unstetigkeiten aufgrund des Durchschreitens der Zwei-Phasenzone. Diese Unstetigkeiten, diese Knicke, werden, wie zu erwarten, von der van der Waalschen Gleichung nicht abgebildet. Die van der Waalschen Isothermen besitzen in diesem Bereich eine Schleife, sogenannte van der Waals-Schleifen, hier in Blau gezeichnet. Im homogenen, flüssigen und gasförmigen Bereich beschreibt die van der Waalsche Gleichung das Verhalten des Systems weiterhin sehr gut. Im Zweiphasengebiet jedoch ist die van der Waalsche Gleichung überfordert. Bei der kritischen Temperatur gilt die van der Waalsche Gleichung. Um den kritischen Punkt als Sattelpunkt mathematisch zu erfassen, müssen wir diese Gleichung zweimal ableiten und die erste und zweite Ableitung gleich Null setzen, die Bedingung für einen Sattelpunkt. Das Ergebnis der Rechnung liefert Beziehungen zwischen den van der Waalschen Konstanten A und B und den kritischen Daten TC, PC und VMC. Besonders interessant ist der Realgasfaktor P mal V durch R mal T am kritischen Punkt. Während Z für ideale Gase immer gleich 1 ist, besitzt ein van der Waals-Gas am kritischen Punkt einen Realgasfaktor von 3 Achtel. Ein reales Gas verhält sich am kritischen Punkt nicht mal zur Hälfte wie ein ideales Gas. Hier sehen Sie die kritischen Daten einiger wichtiger Gase. Kohlendioxid hat einen kritischen Punkt von 304 Kelvin, knapp oberhalb Raumtemperatur. Wenn wir bei dieser Temperatur das Kohlendioxid auf 73 bar komprimieren, wird es gerade eben flüssig. Und dann haben 1 Mol CO2 ein Volumen von 94 Milliliter. Zum Vergleich, 1 Mol CO2 bei Standardbedingungen entsprechen 25 Liter. Der kritische Punkt von Stickstoff liegt bei 126 Kelvin, also unterhalb Raumtemperatur. Wir können Stickstoff bei Raumtemperatur beliebig komprimieren. Das Gas wird zwar immer dichter, aber es ergibt sich keine Zweiphasenzone. Wir schneiden niemals eine Binodale. Dieses Zeichen steht für komprimiertes Erdgas, Compressed Natural Gas. Auch Erdgas, im Wesentlichen CH4, kann bei Raumtemperatur nicht verflüssigt werden. Ein Fahrzeug, welches mit Erdgas fährt, tankt also keine Flüssigkeit, sondern tankt komprimiertes Gas, welches unter hohem Druck steht. Anders verhält sich die Situation bei sogenanntem Flüssiggas, Liquefied Petroleum Gas. Wenn man LPG, also Butan, welches seinen kritischen Punkt bei 425 Kelvin hat, bei Raumtemperatur komprimiert, beginnt bei ca. 38 bar die Verflüssigung. Was passiert am kritischen Punkt, wenn wir uns diesem Punkt auf der gelb gezeichneten Isochore nähern? Wir starten auf einem Punkt auf der Tripellinie. Das System ist hier zunächst dreiphasig. Wir erwärmen das System bei konstantem Volumen, durchschreiten die Zweiphasenzone flüssig-gasförmig und wenn wir den kritischen Punkt erreichen, dann verschwindet der Meniskus, die Grenze zwischen Flüssigphase und Gasphase. Die Eigenschaften von Gas und Flüssigkeit nähern sich auf dem Weg durch die Zwei-Phasen-Zone immer mehr an. Die Dichte der Flüssigkeit verringert sich, die Dichte des Gases erhöht sich bei Temperaturanstieg. Der Druck steigt stark an. Beim kritischen Punkt sind dann nicht nur die Dichten, sondern auch jede andere Eigenschaft von Flüssigkeit und Gas identisch. Die Oberflächenspannung verschwindet, es gibt nur noch ein Fluid, welches weder als Gas noch als Flüssigkeit bezeichnet werden kann. Wenn wir 1 Mol Wasser, also 18 Gramm, in einen Behälter mit 56 Milliliter Volumen geben und auf 100 Grad Celsius erwärmen, sieht das System folgendermaßen aus. Flüssiges und gasförmiges Wasser liegen nebeneinander vor, bei Druck beträgt 1 bar. Wenn wir das System auf 200 Grad Celsius erwärmen, steigt der Druck auf 15,5 bar an. Das heißt, die Dichte der Gasphase wird deutlich größer. Die Dichte der Flüssigkeit
wird sinken. Und bei weiterer Temperaturerhöhung wird bei 374 Grad Celsius die Dichte und alle anderen Eigenschaften von Flüssigkeit und Gas gleich. Wir haben dann nur noch ein Fluid, das Wasser ist überkritisch geworden. Überkritische Fluids sind eine Art Zwitter. Sie haben sowohl typische Eigenschaften von Flüssigkeit als auch von Gas und können zum Beispiel andere Stoffe auflösen, wie eine Flüssigkeit, können aber auch wie ein Gas in kleinste Poren gelangen, weil sie keine Oberflächenspannung besitzen. Deshalb ist zum Beispiel überkritisches CO2 gut geeignet zur schonenden Extraktion, etwa von Koffein aus Kaffeebohnen. Wir fassen zusammen. Ideale Gase sind immer gasförmig, haben weder intermolekulare Wechselwirkungen noch ein Eigenvolumen. Bei realen Gasen können wir diese Effekte nicht mehr vernachlässigen. Eine Folge davon ist, dass man reale Gase unterhalb der kritischen Temperatur verflüssigen kann. Das Verhalten realer Gase kann mathematisch zum Beispiel durch die Virialgleichung von Kamerlingh-Onnes oder durch die van der Waalsche Gleichung beschrieben werden. Der van der Waalsche Korrekturfaktor B beschreibt das Eigenvolumen der Gasteilchen. Der Faktor A beschreibt die Stärke der Wechselwirkung zwischen den Gasteilchen. Für ideale Gase sind A und B gleich 0 und es ergibt sich die ideale Gasgleichung Prima Vm ist R mal T. Am kritischen Punkt hat ein Gas, welches der van der Waalschen Gleichung gehorcht, einen Realgasfaktor Z von 3/8. Für ein ideales Gas ist Z immer gleich 1. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.